Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Vorqualifikationslauf für die Olympischen Spiele über die 100 Meter. Von dieser Chance träumt jeder Athlet von klein auf. Die meisten arbeiten jahrelang auf ihren sportlichen Höhepunkt hin. Ein Sieg heute allein wird nicht reichen, gibt aber eine gute Ausgangsposition für den Entscheidungslauf in ein paar Tagen. Hier und heute treten nur die Besten der Besten. Bahn Nummer 2, Tim Titel. Auf Bahn 3, der letztjährige Champion, Luca Weber. Direkt daneben, der dieses Jahr noch ungeschlagene, Dennis Eckert. Auf Bahn 5 läuft Andreas Rückel. Und Bahn 6 besetzt mit Marc Köpperny. Verkackst ihn schon wieder. On your marks. Set. Oh, Weber mit einem ganz schlechten Start. Eckert zieht davon. Er reißt seine Lücke nach hinten. Aber Weber holt auf. Noch 30 Meter, 20, 10. Das wird ganz knapp. Wer gewinnt? Luca. Luca, hallo. Hörst du mir zu? Den Start hätte ich ja noch besser hinbekommen. Ich verstehe das nicht. Warum fällst du aus dem Startblock wie so ein nasser Sack? Mann, du kannst es doch. Oder hast du vergessen, was hier auf dem Spiel steht? Nein. Nein? Davon sehe ich aber nichts. Wie soll ich das jetzt deinem Sponsor erklären? Oder willst du das machen? Puh, Mann. Was war denn da draußen los? Ich vermisse ihn. Hör mal, Bastian hätte nicht gewollt, dass du wegen ihm deinen Traum von Olympia aufgibst. So kurz vor Ziel. Also reiß dich zusammen. Eigentlich geht's um Dennis. Das bei dem Start, das hat mich voll rausgebracht. Was hat er noch nie gemacht? Dieses. Und mach dir nicht ins Hemd. Auf der Bahn kannst du ihn schlagen, ganz klar. Aber dafür musst du fit sein. Also geh jetzt erstmal nach Hause und ruh dich aus. Na los, ab mit dir. Seh dich morgen früh. Alles klar, wie viel hau ich mir davon rein? 10 Stück. Willst du sterben oder was? Das Zeug, das ist gefährlich. So schlimm wird's schon nicht sein. Komm, gib her jetzt. Nicht nachweisbar. Damit hast du Olympia sicher. Dennis? Luca? Alles klar. Passt. Bei dir? Wer war der Typ? Sagen wir es mal so, mein neuer Sponsor. International erfahren und hat, naja, so ein paar neue Tricks auf Lager. Ein paar neue Tricks, ja? Ja. Ey Mann, lass dich nicht verarschen. Jetzt sei mal ehrlich. Wie viele Chancen werden wir in diesem Leben noch haben? Wenn wir so richtig durchstarten wollen, dann müssen wir unser volles Potenzial ausschöpfen. Weißt du noch in der Schule? Als wir in der Staffel 1 davongerannt sind? Ja, wir waren ein gutes Team, wir haben ehrlich gekämpft. Ist doch Kinderkacke, hör mir auf mit der Scheiße, Mann. Wie lange ist das jetzt her? Was? Mann, Wert erwachsen, was ist los mit dir? Was heißt hier Wert erwachsen? Was ist los mit dir? Überleg doch mal. Nur so haben wir überhaupt eine Chance. Nein, Mann, gib her. Ich kann das nicht schaffen. Ich entspann dich mal. Ja, hör mir mal zu, Mann. Was ist los, Mann? Du weißt ganz genau, ganz genau. Mein Bruder ist an Doping gestorben und du willst denselben Scheiß machen? Spiel hier nicht den Moralapostel, okay? Es war seine Entscheidung. Und du! Hast ihn nicht daran gehindert. Wach endlich auf. Ich fahr zu den Spielen, auch ohne dich, wenn es sein muss. Hey! Jetzt chill mal und geh mir nicht auch noch auf den Sack. Mann. Scheiße! Was ist denn? Jetzt weiß er alles. Psst.
Du hast gesagt, wir wären allein, verdammt. Was ist, wenn er alles verrät? Ich kümmere mich um ihn, okay? Er frisst mir eh aus der Hand. Ach ja? Wie lange kennst du den schon? Lang genug. Lang genug, was willst du denn eigentlich? Vertrau mir, okay? Ich habe einen Plan. Das will ich auch hoffen. Sonst platzt unser Deal. Gut, dass du gekommen bist. Ist das das, weshalb ich hier bin? Kannst ja nachschauen. So höchstens die Hälfte. Ja, den Rest gibt's, wenn du deinen Job erledigt hast. Dir ist bewusst, dass wenn du es nicht schaffst, ist es aus. Vorbei. Na endlich, wo bleibst du denn so lange? Jetzt beruhig dich erstmal und setz dich hin. Du machst mich ganz nervös. Mann, Dennis will sich was einschmeißen. Was willst du jetzt machen? Keine Ahnung. Ich hab versucht, ihn davon abzuhalten. Ich hab's nicht geschafft. Also, fokussier dich auf das, was du ändern kannst. Ja? Du hast Bastian versprochen, dass du Olympia erreichst. Wenn du jetzt versagst, dann verrätst du euren gemeinsamen Traum und deine Karriere ist zu Ende, aus, vorbei. Mann, was anderes als den Sport haben wir doch nicht im Leben. Du hast recht. Ich will zu Olympia. Aber was soll ich machen? Du musst mir schon helfen, Coach. Du musst dir aber auch helfen lassen. Schau mal, wir kennen uns schon so lange und du weißt, ich will immer nur das Beste für dich. Und das Beste sind ehrlich gesagt im Moment die. Coach? Was ist das? Das ist nicht dein Ernst, sag mal, spinnst du? Nach allem, was passiert ist, soll ich die jetzt auch nehmen? Die sind neu, sicher und absolut ungefährlich. Und das hier ist deine letzte Chance, Olympia zu erreichen. Das hier, Coach, hat Bastian umgebracht. Weißt du, wie sich das anfühlt, ha? Kapier endlich, du holst Bastian nicht mehr zurück. Egal, wie sehr du dir das wünschst. Jetzt geht es nur um dich. Damit wirst du gewinnen, aber deine Entscheidung. Coach! 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 Ha ha ha.